Daniel Birofka, am Sonntag geht es zum Namensvetter zum TSV 1860 Rosenheim. Wie schwer war es, die Spannung nach 14 Tagen Pause hochzuhalten? Ja, hochzuhalten, wir waren ja auf Spannung. Also wir waren ja am Montag auf Spannung und hätte, glaube ich, auch ein gutes Spiel werden können. Also wenn es angepfiffen werden hätte können, leider ist es nicht passiert. Und ja, dementsprechend haben wir versucht, am Dienstag gleich die Spannung weiterhin aufrechtzuerhalten mit einem 11 gegen 11, also über 60 Minuten. Mit warm an waren es dann in insgesamt 90 Minuten Einheit. Ja, dann haben sie am Mittwoch frei gehabt, weil es sehr intensiv war. Gestern normal trainiert und jetzt bereiten wir uns auf Rosenheim vor. Also ich denke schon, dass wir auf Spannung sind. Was ist das Besondere am Gegner? Weil man hat ja das Hinspiel sehr glücklich gewonnen in der Schlussphase. Ja, wie gesagt, es ist eine Mannschaft, die eine ganz klare Handschrift hat vom Trainer. Und ich sehe eher die Problematik, dass wahrscheinlich der Platz im schlechten Zustand sein wird. Also ist für beide Mannschaften nicht optimal, weil Rosenheim normal auch eine Mannschaft ist, die Fußball spielen will, die hinten raus spielen will, die auch das Spiel kontrollieren will. Deswegen finde ich auch super, was der Tobi Strobel da mit seiner Mannschaft bis jetzt in der Saison abliefert. Weil es die Mannschaft, die ich relativ oft gesehen habe, weil sie ja gegen den Gegner spielen, der dann nach zwei Spieltagen gegen uns spielt. Also von dem her kenne ich die Mannschaft sehr, sehr gut, aber es wird ein sehr schweres Spiel für uns. Also erst einmal wird wichtig sein, dass wir die Grundtugenden auf den Platz kriegen, die wir gegen Burghausen ein bisschen vermissen haben lassen, weil das wird erstmal die Basis sein, um dort erfolgreich zu bestehen. Wie sieht es auf dem Personalsektor aus? Sind alle Mann an Bord, bis auf die langzeitverletzten Timo Gebhardt und Nico Andermatt? Ja, es hat sich nichts verändert. Und wenn man gestern ein bisschen auf die Belastung Rücksicht genommen in den letzten Wochen und die Spieler ein bisschen rausgenommen, die sehr viele Spiele hatten und vor allem auch die Positionen spielen, wo halt sehr, sehr laufintensiv sind. Jetzt haben wir noch drei Spiele, also wie gesagt, groß arbeiten können wir jetzt eh nicht mehr. Wir müssen schauen, dass wir einigermaßen frisch in die Spiele gehen und deswegen haben wir da ein bisschen Rücksicht drauf genommen. Wie kann man denn seine Spielweise anpassen auf so einem schlechten Boden? Was muss man da ändern? Ja, möglichst nicht am Gegner in die Karten spielen, aber was wir genau machen werden, das werde ich dann meiner Mannschaft morgen erklären, aber natürlich braucht man dann vielleicht andere Mittel als die man normalerweise sonst wählt. Du hast gegen Buchbach ja überlegt, dein System ein Stück weit zu ändern. Kannst du schon sagen, ob es jetzt womöglich genauso wird oder wieder, ob du zurückzentierst zum Alten? Ja, das nochmal sage ich ja nicht. Wie gesagt, ich will am Tobi ja nicht zu viele Informationen geben und das ist für mich immer eine Frage auch vom Gegner und auch vom Personal, was unter der Woche passiert, wer vielleicht gut drauf ist, wer nicht so gut drauf ist. Deswegen, ich habe jetzt nochmal zwei Trainingseinheiten und normalerweise entscheide ich mich dann erst Richtung, ja, morgen werde ich es mal schon wissen, wenn wir es dann dementsprechend trainieren, aber vom Personal her weiß ich es dann morgen. Die Woche war zu lesen, dass die Torwartfrage schon entschieden ist für nächstes Jahr, dass der Bonnmann Nummer 1 wird. Kannst du das bestätigen? Nein, kann ich nicht bestätigen. Also wie gesagt, ich habe mir da schon, ich weiß nicht, wie oft ich mich dazu geäußert habe, dass ich mich nach dem Winter, als erstes Mal setze ich mich mit allen Torhütern zusammen jetzt, wenn die Hinrunde oder wenn bis zum Winter das vorbei ist, dann reden wir alle nochmal, dann kriegen alle nochmal von mir genau gesagt, wie ich das sehe und dann geht es bei null los im Winter. Also dann, wenn wir mit der Vorbereitung starten, Marco hat es sehr gut gemacht, finde ich, das habe ich jetzt auch schon mehrere Male erwähnt, aber er darf es halt auch nicht ausruhen. Das ist ganz normal im Leistungsbereich, er muss schauen, dass er seine Leistungen weiterhin abruft und er hat natürlich jetzt auch Druck von hinten durch Henrik, aber auch durch Alex. Also wie gesagt, das ist ganz normal im Leistungsbereich und ich werde mich immer dahingehend entscheiden, bei dem Torwart, wo ich das bessere Gefühl habe oder wo ich denke, dass momentan vielleicht besser für die Mannschaft ist. Aber ich muss sagen, Marco hat sich sehr gut entwickelt und ich glaube auch, dass er dankbar dafür ist, dass wir ihn am Anfang auch unterstützt haben, wo er auch mal eine schwerere Phase hatte. Also Entscheidung fällt noch der Vorbereitung dann? Ganz normal, wie immer. Jetzt spielt ja nicht nur die Rennmannschaft am Wochenende, sondern auch die U19 richtig Spiel morgen. Wie wichtig wäre es, dass die wieder aufsteigen? Ja, es wäre, glaube ich, allgemein wichtig. Also erst einmal für das NLZ selber, weil ich glaube einfach, dass wenn die U17 in der Bundesliga spielt und die U19 in der Bundesliga spielt, tust du dir vielleicht auch leichter mit dem Akquirieren von Talenten, weil es einfach die Perspektive für sie einfach größer ist, weil sie in der höheren Liga spielen können. Und dann tun wir uns natürlich auch leichter dann in der ersten oder der Profimannschaft, das ist vielleicht übertrieben, aber in der ersten Mannschaft, dass wir dann mehr hochziehen können, weil natürlich dann auch die Qualität höher ist von den Mannschaften. Die Mannschaften auch auf einem anderen Niveau geprüft werden als in der Bayernliga. Also öfters halt so Spiele haben wie gegen Ingolstadt und deswegen wäre das jetzt schon wichtig. Aber wir haben gesagt, es wird nicht einfach in dem Jahr jetzt. Und sie haben jetzt 5 Punkte Rückstand. Wenn sie gewinnen würden, dann wären es noch 2. Dann hätte Ingolstadt wieder Druck. Und ja, meine Hoffnungen liegen ganz klar auf den Christian Wörns. Ich kenne ihn und ich halte ihn oder schätze ihn sehr als Trainer und auch als Typ, der es auch vorlebt, diese Grundtugenden, Mentalität, Wille und so weiter. Also deswegen habe ich immer noch den Glauben dran, dass sie es schaffen können. Wie war denn eigentlich das Gespräch mit Christian Wörns? Ist man da auf gleicher Wellenlänge, so von der Denke her, von der Fußball? Ja, das habe ich schon vorher gewusst. Also wir haben uns ja das öfter unterhalten, bevor wir gegeneinander gespielt haben mit der U21 und
war auch als Spieler einer, wo er sehr über die Mentalität gekommen ist. Klar, war ein Weltklasse-Verteidiger, also hat, glaube ich, 66 Länderspiele für die A-Nationalmannschaft. Also allein, dass so jemand hier ist bei uns ins NLZ, das ist schon mal ein Ausrufezeichen. Und ja, ich persönlich komme sehr gut klar mit ihm, haben einen sehr guten Austausch und ja, ich bin wahnsinnig froh, dass er da ist. Die ganzen politischen Scharmützel, die die Woche wieder aufgeflackert sind, gingen die sonst wo vorbei, oder? Ja, ich bin jetzt schon so lange hier, also wie gesagt, ich kenne sie ja ein bisschen und deswegen möchte ich mich auch dazu nicht äußern. Und ich glaube, dass die handelnden Personen oder die Gesellschaft, dass sich ja dementsprechend auch schon geäußert haben die Woche. Also brauche ich ihnen jetzt auch nicht wieder meinen Senf dazugeben. Also wie gesagt, für mich zählt Sonntag. Sonntag ist für mich ganz wichtig, dass wir meiner Mannschaft da ein gutes Spiel abliefern und alles andere müssen die Gesellschafter unter sich regeln.